Verkaufen. Der Podcast für Vertrieb und Führung in digitalen Zeiten. Ehrlich, klar und jede Woche neu. Das Ganze von und mit Martin Limbeck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Limbeck.verkaufen, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Vertrieb, in der Führung. Heute, wer das erste Mal bei mir reinhört, entweder ein paar Nuggets von mir oder ich habe einen besonderen Experten. Heute habe ich mir direkt drei davon eingeladen. Einmal den lieben Andreas Buhr, ein langer Weggefährte. Und wenn einer weiß, wie Recruiting funktioniert, denn er hat hunderte von Sales-Leuten, von Verkäuferinnen und Verkäufern in seinem Leben schon rekrutiert. Jochen May, der sich mit Talenten so gut auskennt wie kein zweiter, ja, weil er das schon oft erkannt hat, darauf eben viele Menschen hervorgebracht haben in der Schreibwelt und in der Online-Welt und natürlich Philipp Erik Breitenfeld, der Mann, der weiß, wie du Menschen aus dem Ausland dazu gewinnst, in Deutschland arbeiten zu wollen, denn er weiß, was die demografische Herausforderung für uns bedeuten wird. Und deswegen meine erste Frage. Jochen, der Mann, der Karrierebibel gegründet hat, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist heute. Recruiting trotz Krise, wie stehst du dazu? Ja, jetzt erst recht, oder? Die Chancen sind ja ganz gut. Also aktuell gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten für Unternehmen, vor allen Dingen für die nicht so bekannten Unternehmen. Also ich sage jetzt mal weniger bekannte Mittelständler, größere, mittlere, kleinere, jetzt Talente zu rekrutieren, denn die gibt es am Markt. Die sind teilweise auch sehr stark auf der Suche und viele andere Unternehmen haben ja ein bisschen zurückgefahren beim Recruiting, sicherlich auch aus der Krisensituation heraus. Und da gibt es natürlich immer Chancen, wenn man antizyklisch handelt. Da gehe ich direkt einmal ein, Jochen, bevor Andreas und Philipp was dazu sagen. Wäre mir nochmal wichtig. Ich höre genau gerade das Gegenteil. Jetzt rede ich vielleicht mit den Falschen oder anderen Leuten, die mir sagen, wow, ich merke gerade rein, wenn wir mal mein Thema nehmen, Management Sales. Die Leute sind eher so, ja, ich warte mal ab. Ich weiß jetzt, was ich hier habe. Wer weiß, wenn ich wechsle, ob das Unternehmen, jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass wir nur von Konzernen sprechen, überhaupt noch da ist. Ich habe hier einen sicheren Hafen und da höre ich so ein bisschen, die sich gerade bewerben, sind eher die, ja, die sowieso nicht so viel geleistet haben. Falsch oder richtig? Oder nochmal deine Meinung dazu und dann gerne weiter an Andreas und Philipp. Also es ist richtig, dass in unsicheren Zeiten die Risikobereitschaft sinkt bei den Arbeitnehmern, weil sie sich natürlich in einem vermeintlich sicheren Job wähnen. Wenn wir aber ehrlich sind, dann ist kein Job wirklich sicher. Das ist das eine. Das heißt, wenn du rekrutieren willst, dann musst du natürlich im Moment aktuell wegen der Psychologie schon mit Sicherheit werben können. Gleichzeitig musst du aber auch Perspektiven bieten können. Die musst du ja immer bieten können, wenn du Leute abwerben willst und für dich gewinnen kannst. Und wenn du das kannst, bist du auf jeden Fall auch dabei, Talente zu gewinnen. Die wechseln auch, wenn sie erkennen, dass es für sie eine große Karrierechance ist. Das ist ja das, warum Talente wechseln. Die wollen sich weiterentwickeln, persönlich, fachlich, inhaltlich. Und wenn du dann noch oben drauf packen kannst und glaubhaft versichern kannst, dass der Job einigermaßen sicher ist, weil ganz sicher gibt es sowieso nicht, dann punktest du auf jeden Fall. Vielen Dank, mein Lieber. Andreas, was ist deine Meinung? Hilf mir noch mal die Frage. Meinung wozu? Zum Recruiting? Recruiting oder? Trotz Krise. Die sich jetzt gerade bewerben, sind das die tatsächlich gut sind oder warten die Guten das Leben ab und sagen, ich warte mal, bis das hier alles vorbei ist? Nee. Also danke. Ich war ein bisschen irritiert gerade. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Das ist super. Wenn ich mir das Pelle ansehe, ist der Hammer. Ich bin schon ein bisschen irritiert zu lesen, Recruiting trotz Krise. Es muss ja eigentlich heißen, wegen Krise. Denn was ich erlebe, ist, die Guten, und das ist im Moment auch wieder der Fall, sind die als erstes gehen, wenn Dinge nicht passen. Und sie gehen meistens deswegen, weil sie Schwierigkeiten mit der Führungskraft haben, weil ihnen irgendwie die Philosophie des Unternehmens nicht gefällt, die Perspektive fehlt. Wenn es junge Leute sind, weil vielleicht das Mission-Statement nicht da ist oder weil die Fragen nach dem sogenannten Purpose nicht beantwortet werden. Wir kennen das auch. Das hat bei uns früher nur Freude oder anders geheißen. Heute gibt es dafür schicke Anglizismen. Und also meine Antwort ist, die sehr Guten sind als erstes weg. Wer bleibt, sind die, die häufig ängstlich sind, auf Sicherheit setzen und glauben, dass es besser ist, dass bekannte Unglück zu nehmen als das unbekannte Glück. Das ist eine Beobachtung, die ich schon seit
ja fast sagen, seit Jahrzehnten mache und die verstärkt sich eher und ich erlebe es eher so im Moment, dass der Markt gut ist für Recruiting. Also wer jetzt bereit und in der Lage ist zu expandieren, eine gute Story hat, einen guten Pitch hat, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, was notwendig ist, um die Besten eben für sich gewinnen zu können, der hat super Chancen am Markt. Danke, Andreas. Philipp, mein Lieber, deine Ideen, deine Thoughts dazu. Ja, schön, dass ich da sein darf. Man muss ein bisschen differenzieren. Jetzt in der Corona-Krise gibt es so Meinungen, dass es auf einmal wahnsinnig viel mehr Arbeitslose und Fachkräfte auf dem Markt geben würde. Ich bin ja mehr so der Zahlenmensch. Das ist statistisch nicht erwiesen. Das heißt, die Engpassberufe sind weiterhin Engpassberufe. Der Fachkräftemangel ist total da. StepStone hat vor ein paar Tagen gemeldet, dass die Zahl der offenen Stellen wieder genauso hoch ist wie vor der Krise, also vor einem Jahr circa. Das heißt, ja, Recruiting jetzt sowieso und Mut auch zur Einstellung, denn es gibt mehr Wechselwillige, das stimmt. Und das ist die große Möglichkeit für Unternehmen, jetzt zuzuschlagen und dort sich zu positionieren. Aber nochmal, das große Thema in Deutschland, die größte Herausforderung der Nachkriegsgeschichte, der demografische Wandel, also die immer älter werdende Gesellschaft. Wir haben in 10 Jahren 30% mehr Menschen über 55, 17% weniger unter 23. Das heißt, die Schere ist riesig. Und auch in der Corona-Zeit hat nur in manchen Branchen, Hotellerie, Gastronomie, Dienstleistung, Einzelhandel, da schlägt die Arbeitslosigkeit ein bisschen rein oder Kurzarbeit. Aber der Fachkräftemangel, gerade auch im Handwerks- und Industriebereich, auf diese Geschichten, da schwemmt nicht mehr Bewerber auf den Markt. Deswegen muss man jetzt genauso wie vorher recruiten, einstellen, um Standort und die Zukunft zu sichern. Vielen Dank, Philipp. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den du gerade gesagt hast. Das erlebe ich auch gerade sehr, sehr stark, wenn ich mit meinen Kunden spreche, sei es auch im Handwerk, ne? Elektriker, find mal einen Elektriker. Ja? Ich habe eine Klimaanlage bei unserem neuen Gebäude bestellt, bei dem, der es gebaut hat. Und die habe ich schon im Februar bestellt. Er sagt, wenn ich Glück habe, kommt die im Mai. Dann wollte ich jemanden haben für unser Bussystem, weil dort ein Bussystem an dem neuen Gebäude, was wir in Dienstag gekauft haben, sagt er, ja, da hatte ich einen Mitarbeiter. Der ist aber gerade wegen Corona ausgefallen. Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann der kommt. Und wenn ich dann nochmal die Frage an dich stellen darf, du hast mir mal in einem anderen Podcast gesagt, ihr Lieben, den findet ihr auch hier bei uns in der Liste. 2005 hat Polen, korrigiere mich, wenn ich es richtig verstanden habe, die deutsche Sprache als Fremdsprache eingestellt, auf Englisch umgestellt und das haben wir Deutschen im Handwerk verpennt. Das ist richtig so. Mein Steckenpferd ist ja die Auslandsrekrutierung und da haben wir in den letzten 8 Jahren 2500 Menschen fürs Handwerk und Industrie auf den deutschen Arbeitsmarkt integriert und ist absolut richtig. Auslandsrecruiting, die Leute, die jungen, gut ausgebildeten Leute sprechen alle Englisch. Das heißt, Länder wie Skandinavien, wie die Niederlanden, das sind die, die jetzt gerade die guten Leute bekommen, die auch gut bezahlen. Und in Deutschland ist es natürlich so, dass dadurch, dass wir da nicht flexibel sind, auch wir eher auf ältere Arbeitnehmer zurückgreifen und hier den Trend wirklich verpassen, auch im Auslandsrecruiting im Prinzip voll da zu sein und auf der Höhe der Zeit. Was wäre die Lösung? Naja, die Lösung ist, also ich sehe ja persönlich die Lösung da, dass wir eben im Prinzip einfach, wir müssen diese Starre, es braucht einfach einen totalen Mindset-Change, zu sagen, hey, der demografische Wandel, der ist voll da. Das muss man auch erstmal akzeptieren. Und zwar muss man Folgendes akzeptieren. Den perfekten Bewerber, so wie wir ihn noch vor ein paar Jahren kannten, den wird es nie wieder geben. Sondern wir müssen im Prinzip gucken, wer ist da, was muss ich investieren, was kann ich flexibel tun, um den Mitarbeiter zu integrieren, entweder vom Ausland oder auch vom Inland. Das heißt, von diesem muss man sich verabschieden, von dem Zustand, dass es den perfekten Bewerber nochmal gibt. Und ich glaube, dass der deutsche Mittelstand sich wirklich umstellen muss und das Thema Englisch als erste Fremdsprache in den Betrieben mittelfristig wirklich zur Agenda machen muss. Sonst sind wir sehr, sehr schnell abgeschlagen. Wir haben im Handwerk 800 Unternehmenspleiten letztes Jahr in Bayern gehabt, wegen fehlender Nachfolge oder fehlenden Fachkräftemangel. Nicht wegen Insolvenz oder wegen schlechtem Produkt. Nein, weil einfach die Leute nicht mehr da sind. Und das ist wirklich, ja, das ist etwas, was langfristig bleibt, auch wenn Corona schon längst wieder weg ist. Ja, mega, ihr Lieben. Das liebe ich an den Talks, dass hier wirkliche Fachleute sind, die Ahnung haben. Jochen,
du kommst ja jetzt so aus dem Schreiben heraus, Redakteur, du hast viele Talente hervorgebracht. Wie erkenne ich denn jetzt, Recruiting trotz Krise ist ja so unser Motto heute, wie erkenne ich denn gute Talente jetzt in den Bewerbungen? Es kommt ja immer darauf an, was du suchst, ne? Aber es gibt ja im Markt so ein bisschen dieses Bonmot, train for skills, hire for attitude. Also, dass man im Grunde genommen sagt, die Basisqualifikationen, die müssen natürlich stimmen, aber noch wichtiger ist die Attitüde, die Einstellung, die ein Mitarbeiter mitbringt und ein Talent mitbringt. Und das glaube ich schon. Klar, du willst natürlich nicht von einem Laien durch die Luft kutschiert werden und du möchtest auch nicht, dass ein ambitionierter Laie an deiner Leber rumoperiert oder sowas. Da müssen die Qualifikationen natürlich stimmen. Aber in vielen, vielen Jobs ist es so, dass die Qualifikationen nicht so ausschlaggebend sind. Die kann man sich später im Job immer noch aneignen. Dafür gibt es auch Weiterbildung und Fortbildung. Aber die Einstellung ist entscheidend. Und ich glaube, daran kann man Talente wirklich erkennen. Sowohl bei der schriftlichen Bewerbung als auch natürlich beim Vorstellungs- oder im Vorstellungsgespräch und später auch in der nicht ganz so unwichtigen Probezeit. Wie verhalten sich Menschen in Drucksituationen, die wir jetzt aktuell haben? Wie verhalten sie sich in dem sozialen Gefüge einer Organisation, also sprich im Team, was haben die für Sozialkompetenzen und. Und daran kannst du eigentlich schon Talente immer erkennen. Und ich habe das tatsächlich in der Vergangenheit schon häufig erlebt, dass mir die Qualifikationen weniger wichtig waren, aber wenn die Einstellung gestimmt hat, dann sind die hinterher richtig, richtig gut abgegangen, die Mitarbeiter. Weil wie gesagt, wenn die Einstellung stimmt und du denen den Rest beibringst, dann gehen die richtig ab. Jemand, der Top-Qualifikationen hat, aber den du zum Jagen tragen musst, der ist halt nicht wirklich ein Leistungsträger hinterher. Da sage ich dir jetzt was zu, Jochen, und da bin ich dann gespannt auf deine Antwort und dann danach Andreas, weil der sich mit Vertrieb dann auch super auskennt. Ich glaube, ja, und ich bin ja Katholik, deswegen habe ich einen großen Glauben, dass ich ganz gut bin im Talenteerkennung. Ich bin, glaube ich, ganz gut auch im Bewerbungsgespräch, weil ich dem Bewerber auch immer die Schattenseiten deines Jobs erkläre. Also ich verkaufe nicht, wie klasse wir sind in der Limbeck Group oder der Anabico oder Sales Ranger, sondern ich sage immer auch die Schattenseiten. Arbeitseinsatz, was meine Werte sind, Leistungsbereitschaft, Lernwille. Ja, wir haben so viel Ls und viel Rs. Hier die Geschichte. Einer der bekanntesten Redner Deutschlands zum Thema Persönlichkeit war im Januar auf einem Schiff, schickt mir eine Sprachnachricht und sagt, Martin, ja, ich habe hier einen als großen Fan von dir auf dem Schiff hier, der ist mit seinem Vater im Urlaub, der möchte, also wenn du dem eine Nachricht schicken würdest, da würde der sich total freuen. Sag ich, du, ja, nennen wir ihn mal Tobi, mache ich. Ja, Tobi, sag mir mal den Namen, ich rufe den an sogar. Ruf den an, der sagt, Mensch, ich habe dich schon mal erlebt, da und da in der Firma, da habe ich gearbeitet, da hast du einen Kickoff gemacht, bin großer Fan von dir, ich suche gerade einen Job. Sag ich, du, 24 der Kerl. Ja, gar kein Thema, komm doch mal vorbei, wir machen hier ein Bewerbungsgespräch, Probearbeiten, eine Insights-Analyse, mach. So, der Typ kommt, Elternhaus, dazu sagen, Leistungssport, sehr bekannte Persönlichkeit, Namen sind ja mal Schall und Rauch an der Stelle. So, der kommt. Eine Ausstrahlung. Ihr Lieben, so ein Schwiegermutter-Lieblingstyp. Kennt ihr den? Willst du den Arm nehmen? Wie den Buhr. Ne? Total freundlich, netter Mensch. Einfach wirklich. Also wir waren alle total begeistert. So, der fängt an zu arbeiten. B2B hat er noch nie gemacht, nur B2C. Aber ich sage einer, wenn 24 ist, kannst du das ja lernen. Nach 3 Wochen kommt das erste Mal, ja, ich weiß nicht, was KPIs sind, UKRs sind, Key Account Management, sage ich, du, pass auf, relativ einfach, bringen wir dir bei, gibt es ein Glossar, da. Oh ja, super. Kriegt Support von allen. 3 Tage später, WhatsApp-Nachricht. Martin, wir müssen reden mal, ich würde gerne nochmal mit dir sprechen. Also, ich rufe ihn an. Jetzt pass auf, so ist das Gespräch gelaufen, ihr Lieben. Pass auf, ich rufe an, ich sage, Mensch, so und so. Wie kann ich helfen? Sagt er, ja, ich habe mir schon mal überlegt, also ich bin kein B2B-Mann, ich gehe wieder in B2C, ich will wieder zurück in den und den Bereich. Sag ich, du, gar kein Thema, wir haben ja eine Headhunting-Company mit der Sales Ranger, helfen wir dir, oh, das ist aber lieb von dir. Ich sage, ich habe sogar eine Anfrage gerade drauf, die verkaufen jetzt nicht das, was du verkaufst, aber praktisch, ich will den Namen jetzt nicht sagen, wenn du Autos kaufst, sagen wir jetzt mal als Beispiel, oder vorher Autos verkauft hast, ist jetzt ein Reifenhändler, der was sucht. Sag ich, da können wir dich hinvermitteln. Sagt er, ey, das ist echt nett, dass ihr das noch für mich macht, das finde ich super. Und du bist mir auch nicht böse. Sag ich, nein, überhaupt nicht. Am selben Abend ist die Kündigung im Briefkasten ohne Briefmarke. Da weißt du, er hat sie abends eingeschmissen. Am nächsten Tag ist er krank, lebt, sagen wir mal, in Düsseldorf bei Andreas und die Krankenmeldung kommt aus München von einer Ärztin. Ich schreibe den wieder an, ganz nett, wie ich so bin, auch ein bisschen irritiert. Sprachnachricht, ich sage, Mensch, jetzt hilf mir mal, bin ein bisschen irritiert. Wir haben gestern noch gesprochen, wir wollen dir helfen, jetzt bist du heute krank. Schreibt er, ja,
ist mir auch unangenehm, aber ich brauchte jetzt nach der harten Zeit bei euch so viel telefonieren. Ich brauche jetzt eine Auszeit für mich. Ich muss erst mal gucken. Und wir alle wissen, der ist jetzt schon bei der Einarbeitung, wahrscheinlich beim neuen Arbeitgeber. Und da frage ich mir, wie kann ich das erkennen? Wo ist da das Talent? Alles verkauft, Probearbeiten, 2 Tage, Jochen. Alles da und dann das. Da verliere ich so manchmal den Glauben. Kann ich total nachvollziehen, aber, und dazu muss man einfach sagen, deswegen habe ich die Probezeit nicht zufällig gerade eben erwähnt, würdest du, du bist jetzt Mann, deswegen in diesem Fall dieses Beispiel, würdest du eine Frau heiraten, die du gerade mal von 2 Seiten Bewerbung kennst und dann unterhältst du dich nochmal 1,5 Stunden maximal mit dieser Frau und sagst, alles klar, heirate ich die nächsten 30 Jahre meines Lebens, verbringe ich mit dieser Frau glücklich und zufrieden. Macht kein Mensch. Wir lernen uns erstmal lange kennen. Im Job läuft es genau andersrum. Wir schreiben eine schriftliche Bewerbung, wir führen Gespräche und denken, wow, jetzt kenne ich die Person, ich stelle die ein und danach läuft alles super. Das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, eine Wette. Das ist eine subjektive Entscheidung, die können wir versuchen, mit verschiedenen Methoden zu objektivieren, aber am Ende bleibt es eine Wette. So gut kennst du diese Person einfach nicht. Und die offenbart sich im Laufe der Zeit. Wenn man miteinander bringt, und jetzt nochmal die Analogie zur Ehe, wenn man vielleicht das erste Mal zusammenzieht und einfach auch miteinander wohnt, gemeinsame Zeit verbringt, dann lernt man sich erst richtig kennen. Und wie so oft bei Wetten, manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Du kannst natürlich verschiedene Maßstäbe ansetzen und versuchen, so jemanden zu erkennen. Da gibt es Signale, indem du halt in der Vergangenheit fragst, was haben sie da gemacht, wie hast du die Situation gelöst, vergleichbare Situationen guckst, fängt er an zu stottern, erzählt er dir irgendwelche Lügengeschichten oder Sachen, die nicht stimmig sind. Wie geht er damit um? Hast du den Eindruck, das ist was auswendig Gelerntes oder was Authentisches, was Echtes und. Da kann man sich ein bisschen besser kennenlernen. Aber so richtig, richtig kennenlernen kannst du dich doch erst im Job. Deswegen gibt es die Probezeit. Jochen Kaubig, jetzt hast du natürlich bei mir einen wunden Punkt gemacht. Na, Chris ist gerade raus, der war eben noch da, mein Sohn. Ja, sozusagen, und er wird dich immer wieder mal reinhören, natürlich auch. Aber ich habe meine Ex-Frau im Februar kennengelernt, im April einen Heiratsantrag, im Juli geheiratet. Aber das schönste Geschenk meines Lebens ist mein Sohnemann draus. Aber ich bin total bei dir. Heute sage ich auch, ob du zusammenpasst, weißt du erst, wenn du zusammen lebst. Nur der Punkt ist, und da will ich nochmal drauf hinaus, ja, all das, was du sagst, völlig richtig, Probezeit doch. Mir geht es einfach nur um das Verabschieden. Da habe ich so meine Schmerzen, dass ich das halt häufig auch von Kunden höre, dass die nicht mehr kommen und das Ding wenigstens zu Ende, sauber zu Ende bringen, auch die Probezeit. Weißt, es waren noch 2 Wochen nur. Ja. Andreas. Du, auch da, Entschuldigung, dass ich da nochmal sage, auch da bin ich ja ganz bei dir, das ist stillos gewesen, aber auch da wieder, es gibt so eine und solche Menschen. Die einen haben es mit der Muttermilch aufgesogen und haben eine gute Kinderstube gehabt, andere vielleicht nicht. Kann man es denen vorwerfen? Müsste man es eigentlich eher den Eltern vorwerfen? Ich weiß es nicht, können wir ausdiskutieren, führt aber wahrscheinlich zu weit vom Thema weg. Ich bin ganz bei dir, es ist ein stilloser Akt und es machen leider sehr, sehr viele. Es gibt es aber auch umgekehrt. Ich kenne auch Geschichten von vielen, vielen Leuten, mit denen ich jetzt schon über mein Portal gesprochen habe, also Arbeitnehmer dann, die aber auch sagen, es gibt auch sehr herzlose, stillose Arbeitgeber, die sich sehr unelegant von ihren Mitarbeitern trennen. Takor Kaubig. Andreas, mein Lieber. Ja, vielen Dank für die Steilvorlage. Ich bin ein großer Fan, Jochen, deiner Karrierebibel und kann allen nur empfehlen, schaut da mal rein, was der Jochen sagt, unterschreibe ich 100%. Es deckt sich zu genau 100% mit meiner Erfahrung. Ich sage auch immer, Recruiting ist eine Wette. Du weißt nicht, ob sie aufgeht. Und Martin, du hast eingangs deine Statements gesagt, du seist ein guter Talentscout. Und dann hast du erzählt von deinem Irrtum. Und soll ich dir was sagen? Du bist nicht alleine. Es geht jedem so, der rekrutiert. Ich kenne die absoluten Top-Leute von Korn Ferry und Heidelberg Struggles. Und ob das die Stepstone sind oder die Monster waren oder ob es eben heute Google ist oder ob es LinkedIn ist als Plattform, wer sich mit Menschen beschäftigt und den Perfect Match sucht, der wird eben enttäuscht sein. Und für mich ist das Einstellungsgespräch oder sagen wir der Einstellungsprozess ein Thema. Können wir drüber reden. Da gibt es auch nicht den Prozess in dem Unternehmen, wo ich sage, orientier dich daran. Ich habe bei McKinsey gesehen, die haben zum Beispiel Quoten, Martin, von 72:1, 72 ernsthafte Bewerbungen für eine Stelle. Ich habe bei Google recherchiert, die haben in Spitzenzeiten 6.000 Bewerbungen für eine freie Stelle gehabt und haben einen 72-stufigen Einstellungsprozess gehabt, wobei die 72. Stufe die Tasse Kaffee mit dem Chef war. Von daher, da gibt es alles und es gibt genauso, rekrutieren ist wie Schuhe kaufen, passt oder passt nicht. Entscheidend, und das ist, was Jochen gesagt hat, ist dann, was auf dem Spielfeld passiert.
Und eine Einarbeitung, ein Onboarding-Prozess, bei uns in dem Buch Vertriebsführung unter anderem auch genau beschrieben, ist es 90 plus 90 Tage, also erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Und genau, Martin, wie du es gesagt hast, so empfehle ich das auch. Der muss am Anfang dann eben einfach ein paar Themen bekommen, dieser neue Kollege, die neue Kollegin, die eher, sagen wir, unter Anstrengung erreichbar sind. Weil du, wie im Fußball auch, eben immer erst auf dem Platz erkennst, ob jemand performt oder nicht. Es gibt die Trainingsweltmeister und die schießen halt im Spiel keine Tore, weil sie unter Druck stehen oder nicht wirklich die Körner haben. Und das gilt in der Rekrutierung ganz genauso. Wir werden uns irren. Wir werden dann sehen im Spiel, im ersten Quartal, vielleicht im zweiten Quartal, im Allgemeinen haben wir ein halbes Jahr Probezeit, je nach Land, wie die Leute wirklich performen. Und da ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und wenn sich jemand so verabschiedet, wie in deinem geschilderten Beispiel, das habe ich auch mehrfach erlebt, dann sind das einfach Menschen, die kein Kreuz haben. Vielleicht haben sie auch kein Kreuz, dir gegenüberzutreten, weil du möglicherweise jemand bist, der eben sehr stark ist, und dann verabschieden die sich, sagen wir, unfair französisch. Das ist eigentlich nur schade für ihn, schade für diese Person und eine Aufforderung für uns, geradeaus weiterzugehen. Danke, lieber Andreas. Ja, das ist noch ein guter Punkt. Knüpfe noch mal an eine Sache an. Da würde ich dann gerne auch noch mal Philipp gleich zu fragen. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Thema, Martin. Ja, gerne. Ich möchte da noch mal, Andreas hat das sehr, sehr gut gesagt, auch noch mal darauf anknüpfen. Ich sage jetzt mal immer, gute Mitarbeiter zu bekommen ist, wenn wir ehrlich sind, eine Budgetfrage. Die kriegst du irgendwie. Wenn du da auch gutes Budget hast, kriegst du die. Die größte Herausforderung ist ja in der Tat wirklich, gute Mitarbeiter auch zu halten. Und wir haben jetzt gerade ganz lange beleuchtet, wie das so ist, wenn die Bewerber so und so sind. Aber das hat Jochen vorhin auch gesagt, ich erlebe das wirklich bei namhaften Unternehmen. Meine Kunden kommen aus dem Mittelstand, Handwerk, Industrie. Dass das Thema Onboarding, da möchte ich nochmal drauf angehen, was Andreas sagt, sowas von stiefmütterlich behandelt wird. Das sind immer so technische Pläne, aber so das ein wichtiges Thema, eben wie dieses Thema Empathie und sowas, kommt da gar nicht drin vor teilweise. Und deswegen, ja, zum einen, klar, du kannst Pech haben mit deinem Bewerber, aber man muss auch mal die Prozesse bei sich selber mal analysieren im Unternehmen. Wie bin ich eigentlich zum Thema Onboarding da aufgestellt? Und wie gesagt, ich erlebe namhafte Unternehmen, die sich zu dem Thema bis heute überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Kaufe ich total, was du sagst. Bin ich total dabei. Ich bin ja ein Franchise-Mann in meinem Trainingssystem. Wir haben Handbuch, also wir wissen, um was es da geht. Und wir haben Emotionen. Es fängt schon damit an, ich kriege die Krise, wenn ich am ersten Arbeitstag, also Jochen würde morgen bei uns anfangen, dann hat er gestern die E-Mail-Adresse. Jochen hat ein Eingangsgeschenk, der kriegt einen Mentor. Ich glaube, da sind wir hier alle hier, die im Podcast heute zusammen sind, Profis. Und da bin ich total bei dir. Aber nochmal, das stimmt, die ersten 90 Tage, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen von Andreas, sein Vertriebsführungsbuch, reinschauen, da gibt es viel dazu. Ich nehme nochmal das Thema Hire for Attitude, Train Skills, und Jochen hatte eine Vorlage gesagt, Karriere. Naja, letzte Statistik, glaube keine, die mich selbst gefällt, das aus 2019, korrigiert mich, wenn ich die falsche Quelle jetzt sage, aus dem Kopf. Manpower hat die Statistik zusammengemacht mit McKinsey. Nur 7% aller jungen Menschen wollen überhaupt noch eine Führungsverantwortung haben. Und 34% der, die eine Führungsverantwortung haben, Jochen, sagen, sie würden sie am liebsten zurückgeben. Ist es dann tatsächlich der Karrieresprung oder ist es der Sprung in eine neue Aufgabe? Also wenn die Frage jetzt an mich ging, gehe ich mal von aus. Ja, stimmt. Ich kenn diese Zahlen, und in der Tat ist es tatsächlich so, dass der Nachwuchs aktuell keine großen Führungskarrieren mehr anstrebt, sondern eher Fachkarrieren. Das hängt stark damit zusammen, dass sich die Perspektiven verschoben haben, die Werte verschoben haben. Das Thema Work-Life-Balance ist ja vor, lass mich nicht lügen, ungefähr so 10 Jahren erstmal so richtig aufgekommen, hat dann richtig Fahrt aufgenommen und hat sich jetzt sozusagen bei der neuen Generation massiv verfestigt, sodass die eigentlich heute eher Lebenszeitoptimierer sind als Karriereoptimierer. Ich bin dann noch eine andere Generation, in dem Jargon der Generation ein Boomer. Und für uns war natürlich berufliche Karriere gleichbedeutend mit Selbstverwirklichung. Das sieht die Nachwuchsgeneration heute deutlich anders. Aber
man muss immer dazu sagen, es kann ja auch nicht so viele Häuptlinge geben in den Unternehmen. Insofern finde ich das jetzt keine besonders erschreckenden Zahlen. Du brauchst ja auch nicht so viele Häuptlinge, wie sie vielleicht in meiner Generation alle Häuptlinge werden wollten. Du brauchst doch jede Menge richtig, richtig gute Indianer. Und davon abgesehen, Fachkräfte können ebenfalls super wichtig sein für deine Firma und ebenfalls engagiert und perspektivisch spannende Karrieren sein. Nur weil es halt heute eine Fachkarriere und keine Führungskarriere ist, werden die ja nicht langweiliger, die Mitarbeiter, die du da einstellst. Ganz im Gegenteil, die orientieren sich halt in eine andere Laufbahn, in seine sogenannte horizontale Karriere. Das hat aber nichts mit dem horizontalen Gewerbe zu tun, sondern das wird halt so genannt, während eben die Führungskarriere die vertikale Karriere war. Ich dachte schon, du machst mir gerade Angst. Nee. Wir haben sogar, Jochen, wenn du erlaubst, Work-Life-Balance, das ist ja Generation Y, eher das als Life-Work-Balance umformuliert. Viel Life, wenig Work, viel Balance. Also die 3 Tage easy-peasy, lass laufen Typen. Ich sage es mal ganz bewusst, ein bisschen provokativ. Das hat ja auch seine Begründung. Wir haben 5 Jahre eine Untersuchung gemacht mit der Uni Luxemburg und eine Dissertation dazu in Auftrag gegeben. Revolution, ja bitte, ist das der passende Werk dazu, wo wir genau das untersucht haben. Und haben dann festgestellt, dass von der Generation Y, das sind alle die, die nach 1980 geboren sind, nur jeder 7. des Geldes wegen Karriere macht. 6 andere von 7, die Karriere machen wollen, machen Karriere aus anderen Motiven. Und die Motive sind dann vielleicht Purpose-getrieben, sie sind eher, sagen wir, Einbezug, ich will mich einbringen, ich will Verantwortung übernehmen, sind gar nicht so sehr monetär getrieben. Wenn du in der Boomer-Generation dazu gehörst, da gehöre ich grenzwertig auch dazu. Wir waren die Generation, Jochen, die aufgeschoben hat. Erst die Hausaufgaben, dann gehst du zum Spielen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen und erst dein Berufsleben und dann hast du den verdienten Ruhestand. Während die Generation Y sagt, hör mal, Andreas, eine Kreuzfahrt mit 60 ist Unsinn, dann rieselt der Kalk aus der Hose. Ich mache eine Kreuzfahrt mit 30 oder lass das. Das heißt also, ihr zwei, Jochen, Andreas, Philipp, wir fragen dich da auch noch, weil du ein bisschen jünger bist. Ja, ihr beide seid, wie ich, also oder wir alle drei zusammen, Andreas und ich haben es auch schon oft diskutiert, bevor wir hier zum Schlussstatement kommen, für die erste Runde hier. Wir sind also aussterbende Dinosaurier, oder? Nein. Nein. Aber es ist eben so, wie Max Merkel gesagt hat, Martin, du holst jemanden lieber vom Baum wieder runter, als dass du ihn hochschiebst. Und das ist eben einfach eine Frage, was Jochen eingangs sagte, der Einstellung, der Haltung. Und die erlebe ich in der jungen Generation ganz genauso, nur ist eben der Treibstoff ein anderer. Wenn das früher monetär war, ist der Treibstoff heute ein anderer, den wir brauchen. Was wir erleben, ist ein Clash von diversen Lebensmodellen. Wir haben halt eine andere Art von Lebensmodell, vielleicht auch gelernt, sind damit groß geworden und die neuen Generationen haben andere Lebensmodelle. Die kann man aber übereinbringen. Ich will die auch gar nicht bewerten, die sind nicht schlechter oder besser, wenn man sie gegeneinander abwägt, dann kommst du gleich wieder in so einen Generationenkonflikt oder sowas rein. Nein, es geht hier um unterschiedliche Lebensmodelle, die haben alle ihre jeweiligen spezifischen Vor- und Nachteile und wir müssen eigentlich versuchen, auch das übrigens Thema Diversity, die übereinander zu bringen und können davon aber auch unterschiedlich profitieren. Also so wie wir Alte von den Jungen profitieren und lernen können, können die wiederum von uns auch was lernen. Und das ist die Kunst, das zusammenzubringen. Es gibt übrigens noch eine schöne Zahl, Jochen. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so bei dir siehst und wahrgenommen hast, dass in 15 Jahren etwa 2 von 3 Arbeitnehmer der Generation Babyboomer und X nicht mehr im Berufsleben dabei sein soll. Also 2 von 3. Wir beide vielleicht, Jochen, ich weiß nicht, was mit Martin ist, wir sind raus. Ich gehe in den Unruhestand, das ist schon beschlossen. Die Frage Jochen, ist, was soll das werden? Jochen kommt zu mir an den See zum Gin trinken. Also pass auf, machen wir Schlussrunde, bevor wir dann hier das Ding durchhaben in der ersten Runde. Philipp, dein Schlussstatement zum Thema Recruiting trotz Krise, Babyboomer, Ausland, dein Fazit? Im Jahr 2025 werden 500.000 mehr Menschen in Rente gehen, als von den Schulen kommen. Das heißt, Recruiting steht ja vor der größten Herausforderung aller Zeiten. Nämlich nicht mehr, welche Leute kriege ich her, sondern wo kriege ich sie eigentlich her? Und habe ich in Zukunft noch die Wahl oder muss ich viel mehr
ins Skill-Beibringen von einzelnen Bewerbern, die ich vor 10 Jahren noch gar nicht eingestellt hätte, investieren. Und das ist die große Herausforderung. Danke, mein Lieber. Andreas. Für mich ist die Fähigkeit zu rekrutieren der Beginn von Führung. Wer nicht rekrutiert, ist nicht besser dran als der, den ich rekrutieren kann. Stell dir einen Trainer vor, einer Fußballmannschaft, der immer mit denselben 11 Spielern spielt, keine Ersatzbank hat. Was passiert mit den 11 Spielern, die spielen? Was glaubst du, wie lange werden die Meisterschaften gewinnen? Wenn die Spieler wissen, der Trainer ist angewiesen und wenn der Trainer weiß, ich bin angewiesen. Ich glaube, wir brauchen eine Ersatzbank, wir brauchen ein aktives, proaktives Recruiting-System. Und im Gegensatz zu früher müssen die Unternehmen heute vorbereitet sein darauf, dass die Frage, wie haben sie sich ihre Zukunft vorgestellt, eben nicht mehr seitens der Unternehmen gestellt wird, sondern seitens der Bewerber gestellt wird. Das heißt, am Ende werden die Unternehmen sich bei den Top-Performern bewerben müssen. Und wenn dieser Prozess gelingt, dann habe ich Spaß an der Zukunft. Danke. Lieber Jochen, dein Schlussstatement. Recruiting trotz Krise. Jede Krise bietet eine Chance, das gilt natürlich auch und gerade für das Recruiting. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man heute Top-Talente rekrutieren kann. Entscheidend ist aber, glaube ich, gerade für Talente, wenn du sie haben willst, dass du die Prozesse innerhalb deines Unternehmens beschleunigst, denn echte Talente haben keine Lust, lange zu warten. Die wollen keine 6-wöchigen, 8-wöchigen Prozesse, Auswahlprozesse. Die, wenn du sie wirklich haben willst, dann musst du schnell sein, dann musst du gut sein, dann musst du vor allen Dingen Perspektiven bieten. In der Krise aktuell vielleicht auch noch Sicherheit, aber vor allen Dingen richtig gute langfristige Perspektiven. Sehr cool. Ihr Lieben, ich sage herzlichen Dank an Philipp, an Andreas, an Jochen. Das war der Podcast Limbeck.verkaufen. Führung in der Digitalisierung, Sales in der Digitalisierung. Und wer mich kennt, weiß, gibt mir meine Umsetzungsaufgabe, die da heißt, schau mal genau hin, ob du für dich einen guten Recruiting-Prozess hast, ob du, wie Andreas sagst, 90+90 hast, ob du, wie Jochen sagst, weißt, wie ein gutes Talent zu erkennen ist oder wie Philipp sagt, hey, wie gut sprecht ihr Englisch? Ich habe viele Konzerne in Deutschland heute schon, die hauptsächlich Geschäfte in Deutschland machen, aber Englisch als Fremdsprache nicht integriert haben, sondern Englisch als Business-Sprache integriert haben, sodass ihre Leute auch gechallenged werden. Ich sage danke, Glück auf, hört wieder rein. Bis bald, euer Martin Limbeck. Das war Verkaufen. Punkt. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuchen Sie uns bis dahin auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter limbeckgroup.com. Ein Besuch lohnt sich. Glück auf!